Vertrauen. Vertrauen ist der persönliche Glaube daran, dass etwas korrekt ist. Es ist die tiefe Überzeugung von der Wahrheit und Richtigkeit und kann nicht erzwungen werden. Wenn du das Vertrauen von jemandem erlangst, hast du eine zwischenmenschliche Beziehung aufgebaut, basierend auf Kommunikation, geteilten Werten und Erfahrungen. Vertrauen beruht immer auf Gegenseitigkeit. Dieser Prozess hat sich verändert durch die Computerindustrie. Denn ab jetzt erledigt der Mikrochip diese Aufgaben für dich. Die Industrie nennt das Trusted Computing. Dieser Chip wird in Computern, Notebooks, Servern, PDAs, Telefon, Spiele, Computer, DVD-Player, Setup, PDAs, Telefon, Bügel, Und er wird auch in deinen Geräten sein. Was hat Trusted Computing mit Vertrauen zu tun? Wir zeigen es dir. In einer Trusted Computing-Umgebung ist das primäre Ziel, uns vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Die eigentliche Trusted Computing-Idee wurde entwickelt, damit du entscheidest, was als bedrohlich und was als vertrauenswürdig gilt. Du kannst es mit deiner ganz persönlichen Überzeugung steuern. Trusted Computing klingt gut, oder? Die Interpretation dieser Idee des Trusted Computing der Industrie ist ihnen ganz ähnlich und hat das gleiche Ziel: Bedrohungen bekämpfen und Computer vertrauenswürdiger machen. Der Hauptunterschied ist aber, dass du nicht selbst entscheiden kannst, was als vertrauenswürdig gilt und was nicht. Denn sie haben schon für dich entschieden. Und sie haben sich auch schon dazu entschieden, dir nicht zu vertrauen. Wenn sie dir also nicht vertrauen, warum solltest du dann ihnen vertrauen? Vertrauen ist der persönliche Glaube daran, dass etwas korrekt ist. Immer auf Gegenseitigkeit. Trusted Computing klingt gut. Wirklich? Erfahrt mehr. Morgens, 9:30 in Deutschland. Ich will ihn ja ablehnen. Das tust du bereits. Dann mach, dass ich aufhöre. Okay, okay, ich helf dir. Aber nur, weil ich wissen will, wie etwas, das ich entwickelt habe, kaputt ging. 5 Leute mit einem weißen Van. Tomitak ist tot, wurde durch eine unbekannte Droge hervorgerufen. Die Spritze, die ist der Beweis dafür.